Mein Name ist Christine Bock. Ich bin in München geboren, in Tölz aufgewachsen. Das hier ist mein Elternhaus. Ich habe zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Bin aber in Tölz in die Schule gegangen, habe das Gymnasium hier durchgemacht und das Abitur bestanden. Nach dem Abitur habe ich dann zwei Semester in Weihenstephan studiert, um aber festzustellen, dass das Studium mir nicht gefällt, und bin dann nach München wieder und habe dort eine Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin gemacht. Nebenbei war immer der Sport mein größtes Hobby, Tennis vor allem. Ich habe viele Turniere mitgespielt, habe auch gewonnen, und das begleitet mich bis heute noch. Was übrig geblieben ist, ist die Liebe, den Tennissport den Kindern nahezubringen. Ich mache also heute noch Trainerin im Tölzer Tennisclub hier. Die künstlerische Tätigkeit hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Aber so richtig eingestiegen bin ich erst vor ein paar Jahren, wo ich also so richtig das Malen entdeckt habe für mich. Das war für mich so eine Initialzündung, sage ich mal, ein Freiheitsgefühl, wenn ich da oben unter unserem Dach sitze und da ein bisschen Musik her und in meiner Malerei aufgehen kann, da her und sehe ich gar nichts mehr. Da ist nur noch Malen und diese Farben, die mich umgeben, das ist einfach das höchste Gefühl der Freiheit für mich. Es war eigentlich eine Idee, den Monaco Franzi mal zu porträtieren. Er ist ja wirklich eine interessante Person und Persönlichkeit, ein Münchner Urgewachs. Und ja, das war eigentlich das, warum ich mich da auf den Weg mache und mal versuchen will, den aufs Papier oder auf die Leinwand zu bannen. Man misst so ein Gesicht aus. In der Mitte ungefähr müssen die Augen liegen. Das sind so Regeln, sage ich mal, die man einhalten muss, damit die Proportionen stimmen. Man hat eine ganz interessante Augenbraue. Ich bin selber immer wieder erstaunt, aber es ist ja Übungssache und man kriegt einen Blick dafür. Bis dann mit Farbe losgeht, da muss ich fertig sein mit der Einteilung. Wenn man einfach so, sag ich mal, eintauchen kann. Das ist was Schönes. Das Acryl ist gerade für diese exakte Malerei ja, total gut geeignet. Sondern man muss also versuchen, diese Formen, die so ein Gesicht vorgibt, auch ein bisschen nachzuvollziehen. Da eine Mischung aus ihm zu machen. Und dann schaut das Ganze immer ein bisschen schräg aus. Dann ist nicht, manchmal nicht ganz echt, so wie man kennt. Man erkennt ihn zwar, aber es ist manchmal ein bisschen eine schräge Darstellung von der Person.
ganz schön viel hast. Okay, jetzt hätte ich es gemischt, jetzt kann ich es dann auftragen. Das erste Ecke hätte ich jetzt. Schon da starten. Okay. Ja, jetzt habe ich wieder gemischt. Wie gesagt, da oben jetzt. Okay, die machen jetzt mal mit Grün. Das ist jetzt eine ganz ungewöhnliche Farbe, aber das macht nichts. Für den Herrn Fischer habe ich ein bisschen verwegene Farben ausgesucht, weil der kann sich nicht mehr wehren. Was die Farben anbelangt, das ist eigentlich auch immer für einen selber interessant, weil man das am Anfang nicht weiß, wie das dann am Ende wird, oder bin selber immer überrascht, wie die Farben sich gestalten. Vor allem ist es auch immer anders, wenn man jetzt so nah davor sitzt oder ob man das Bild sich jetzt ein bisschen 2 Meter oder so entfernt aufstellt und betrachtet. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man nicht nur ganz davor sitzt, sondern dass man zwischendrin immer wieder Raum lässt und das Bild von der Ferne auf sich wirken lässt. Dann kann man erst wieder weitermachen. Ja, das da so ein bisschen ausgestrichen, damit wirklich ein Schattenwurf ein bisschen weicher ausklingt. An manchen Stellen darf er sehr hart sein und an anderen Stellen muss man das ein bisschen ausstreichen. Nur die Nasenlöcher, die eine Seite, dann die andere. Und jetzt geht es an die Augenbrauen. Mehr noch. Dann was von Blau. Gehört da dazu. Ein bisschen Lila. Und Schwarz. Mischfarbe und dann ein bisschen mehr Schwarz, weil das dunkler ist. Mhm.
man kann jetzt schon sehen, wie wichtig eigentlich die Augenbrauen sind für den Gesichtsausdruck. Die markanten Punkte, also Augenbrauen, Augen und Mund, sieht man jetzt schon, wenn das dann farbig herausgehoben wird, wie dann eigentlich das Gesicht zu leben anfängt. Ich fange jetzt mit dem Augapfel an. Der wird hauptsächlich weiß, hat aber auch Schattierungen, rot und ein bisschen blau. Und am Schluss kommt dann die Pupille, die ist bei unserem Herrn Fischer dunkelbraun und kriegt dann natürlich ein Licht, damit man sieht. Das ist dann der Effekt, dass man das Gefühl hat, er schaut dann an. Und ein bisschen rot, auch die Schatten. So, dann kommen wir jetzt die Pupillen schon. Das verstärkt noch diese hängenden Augenlider, wenn man da einen Schatten drauf macht. Und da gehe ich jetzt aber nochmal mit einem Schatten drüber. Und beim zweiten Auge muss das an der gleichen Stelle sein, also da muss man aufpassen. Dann kommt die Ohrlippe. Am Ende zu kommen die Feinheiten, dass man einfach so Lichteffekte in das Bild bringt, wie jetzt zum Beispiel hier oben. Da scheint die Sonne ein bisschen drauf, da darf das ruhig ein bisschen silbern glänzen, sage ich jetzt einmal. Das sind so Lichteffekte, die man in so ein Bild reinbringt für einen Herrn, der schon ein bisschen in die Jahre kommt, ein paar silberne Schläfen zum Beispiel. Interessant ist für mich jetzt zum Beispiel seine charakteristische Nase. Das habe ich am Anfang, wo ich ihn im Film entdeckt habe oder gesehen habe, immer, das fällt einem eigentlich gar nicht so auf. Solche Besonderheiten an einem Gesicht kommen erst eigentlich durch die genaue Betrachtung, wenn man so ein Porträt malt, eigentlich besonders hervor oder zustande. Und ich muss sagen, für mich ist das, diese Porträtmalerei, diese Gesichtermalerei, das Spannendste,
Projekt, was man eigentlich als Maler anpacken kann. Da ist keine Landschaft oder Tiere, das ist für mich alles nicht so interessant wie jetzt ein menschliches Gesicht. Den Herrn Fischer, der ja erst mit 50 so in die schauspielerische Tätigkeit so richtig eingestiegen ist, ist ja bis zu seinem 50. Lebensjahr eine arme Kirchenmaus gewesen. Er hat immer versucht, ins Schauspiel einzusteigen und erst als Monaco-Franzi ist er dann so richtig berühmt geworden und hat dann bis zu seinem Tod nur 15 Jahre seine schauspielerische Freiheit ausleben können. Eigentlich nett ist ein Wortspiel, schauspielerische Freiheit, Münchner Freiheit, wo er ja lang immer gesessen ist, die Menschen beobachtet hat und dann dementsprechend auch sein Schauspiel geordnet und gelebt hat. Das war für mich so der Aufhänger. Vor ein paar Wochen war ein Zeitungsausschnitt im Münchner Merkur, dass seine Witwe verstorben ist. Dann ist mir Kummer, so ein Münchner Original einfach im Bild festzuhalten. Schön habe ich empfunden, dass er so die Freiheit, die er im Schauspiel an der Münchner Freiheit erlebt hat, ich in der Malerei erleben kann und darf. Und wenn ich da herumsitze, es ganz stark ist, ich mit meinem Motiv und mit meinen Farben hier allein bin, das ist für mich Freiheit. Und da kann ich mich ausleben. Und das finde ich ganz wunderbar, ist ein wunderbares Gefühl.